Mario, Mello und Gino erreichen Borstos Turm. Mario erstarrt, denn Bowser ist ihm zuvorgekommen. Was will Bowser hier? Der laute Tumult reicht bis hinauf auf den Turm, wo tatsächlich Princess Peach gefangen ist. Sofort keimt neue Hoffnung in der Prinzessin auf. Rettung ist nah. Doch dazu muss diese nur in den Turm gelangen. Was dann passiert, hätte keiner der drei tapferen Helden für möglich gehalten. Bowser hilft dem Trio und schließt sich ihrem Team an. Gut, eigentlich glaubt der Schuft, dass das Trio sich ihm anschließt, aber psst, nur so lange, bis Princess Peach gerettet wurde. Er braucht es ja nicht zu wissen. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario RPG. Ladies and Gentlemen, da ist der Turm mit einem schönen Willkommensschild. Heiße ich euch auch willkommen zu einer neuen Folge und wünsche euch damit viel, viel Spaß. Wir werden jetzt reingehen. Wir haben jetzt tatsächlich Bowser ins Team geholt. Ich weiß ja doch nicht, was ich von der Konstellation behalten soll. Und vor allen Dingen werden wir jetzt auch mal gucken, ob Mello, den wir nämlich ausgewechselt haben gegen Bowser, ob der trotzdem weiterhin mit auflevelt. Weil wenn das nicht so ist, müssen wir die Geschichte auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass wir gucken müssen, wie wir das Ganze aufleveln. Nein, was haben wir denn hier? Oh Gott, ist das geil. Warum wird das Spiel plötzlich so geil? Und die Musik dazu. Wo bin ich denn hier? Und warum glänzt der Boden hier so? Die reagieren gar nicht. Aber kann ich mit denen kämpfen? Schönen guten Tag, die Herrschaften. Sie besuchen erstmals Borstos Turm. Leider sind wir terminlich ausgelastet. Einbruchversuche ausgenommen. Also, Sniffster, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es besiegen soll. Wir fangen jetzt gleich mal mit einem normalen Angriff durch. Was ist denn das, Gino an? Um allgemein mal zu gucken, wow, was die alle so auf dem Kasten haben gegen Sniffster. Nicht viel. Und jetzt kommt Bowser. Besser. Gut. Ich werde jetzt bei Bowser gleich mal Spezialtechniken ausprobieren. Ey, tröte mich doch nicht an. Wir dürfen halt nicht vergessen, ohne Mello haben wir nicht mehr diesen Heilungseffekt. Weil er hat ja immer wieder diese KP-Heilungstechnik, ne? Haben wir ja eingesetzt. Das ist alles richtig uneffektiv, ne? Furchteinflößer. Was muss ich machen? Ah, ich muss... Er kann nur Angst machen. Mehr kann er nicht. Ist ja jetzt nicht so viel. Das war gut. Ich habe noch ein bisschen Angst, die Technik einzusetzen, aber... Oh, doch! Levelt er mit? Habe ich das richtig gesehen? Pilze Lagerbox. Ich glaube, er hat mitgelevelt. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal gucken. Dieses Panel ist ja geil. Also, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Was ist denn? Pupbox? Was ist das denn für eine geile Puppe? Oh mein Gott, ist das geil. Oder pass auf, wir machen jetzt mal die Trio-Technik. Also hier steht Sternschnuppe. Wir gucken es uns mal an. Ah, ist eine andere Technik. Sternschnuppe, das ist definitiv was anderes. Aber hat jetzt auch gefühlt gar nichts gebracht, oder? Einer ist weg, mehr nicht. Okay, pass auf, jetzt interessiert mich natürlich... was wir der Puppe antun können. Ey! Oh, geil. Cool. Du hast Glück. Das tut Bowser. Bowser hat Glück. Dann ist klar. Yay! Ah, siehst du, und wenn wir Angriffe richtig machen, steigt unten unsere Prozentanzeige auch. Erfahrung 8. Okay. Chance auf Doppelerfahrung. Verdoppeln oder alles verlieren. Willst du es wagen? Ja.
Was machen wir denn jetzt? In welchem Ei? In der Mitte. Cool! Ja, okay, Mello levelt auch mit auf. Hä, wo kommen denn die Eier jetzt auf einmal her? Was ist denn hier plötzlich alles Neues los? Weil wir Bowser dabei haben? Nein. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, Freunde. Ich bin verwirrt. Oh nein, Narlekin ist ja süß. Oh, ist der süß. Ich finde dieses Level allgemein sehr cool. Auch grafisch finde ich es extrem geil. Das heißt, wir gehen jetzt alle auf Narlekin. Einfach erstmal ganz normal schlagen, um rauszufinden, was das bringt. Oh, ich glaube, wir sind alle effektiv. Aber... Ey! Ey! Aber wir haben auch, weil wir Mello nicht dabei haben, keinen Gruppenangriff mehr, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich nehme mal jetzt den Dino-Strahl. Wir müssen unbedingt Pilze dann nehmen, wenn wir fertig sind. Boah, das ist krank. Einfach anders krank. Hier werde ich meinen Sprung machen. Zack! Mega. Aber das mit dem Verdoppeln war ja krass. Plötzlich war es dann da. Also, Pilz. Dino auf jeden Fall. Beim Rest ist noch okay. Vor allem die Musik. Das ist richtig komisch hier. Oh nein, was sind das da oben für Bilder? Was ist das? Oh nein, was ist das hier? Vielleicht müssen wir schwerer sein. Wir können, aber können wir die... Können auch Safety aus... Also... Können wir... Wir können aber nicht bestimmen, wer als erster vorne ist, ne? Weil sonst hätte ich gedacht, Bowser ist schwer. Die Musik hier drin ist auch einfach echt cool. Nee, also ich weiß noch nicht, wo wir das denn hinschleudern müssen. Müssen wir mal gucken. Wir gehen erstmal nach oben. Oh nein, ist das geil, die Bilder. Leute, ich fühle mich wie in einem Museum. Kugelloren, was sind denn hier für geile Gegner? Boah, ist das lustig. Jetzt gehen wir natürlich auf den neuen Gegner. Wir müssen uns... Oh, haben wir jetzt alle getroffen? Okay. Also wir sind alle irgendwie gar nicht effektiv gegen den. Oh nein, und der heilt alle. Okay, das heißt, wir müssen dem da hinten Angst... Ah, Furchteinflößer löst gegen wirkt gegen alle. Ah, dann sollen alle jetzt mal ein bisschen Angst kriegen. Bitte. Siehst du? Und den haben sie sogar komplett aufgelöst. Nein! Der Dino-Strahl gegen Popox, bitte. Gut so. Gut so, gut so, gut so. Ich kann auch aufspringen. So. Perfekt. Gut, wir müssen aber jetzt auf jeden Fall nochmal Mario-Pilz geben. Und wir sollten einmal Honigsirup nehmen. Boah, da brauchen wir jetzt aber auch bald mal mehr. Also was mit mehr Wumms, ne? Weil 10 immer... Oh nein, guck mal, sind das Selbstbildnisse von ihm? Wer ist das? Ist das lustig? Es ist so lustig hier. Mein Gott, ist das cool. Was macht denn der Dino Boost? Erhöht die Angriffskraft. Okay, das brauchen wir natürlich nicht. Haben wir noch Items, die wir einsetzen können? Auch nicht. Wir können mal auf Abwehr gehen. Mario hat halt Feuerball. Aua! Wirft er mit Karten? Das ist auch fies. Nein! Nein, was war das? Pass auf, dann Furchteinflößer. Den fand ich tatsächlich jetzt ganz cool. Vor allem, auch wie er mit dem Finger auf sie zeigt. Ist ja auch echt fies.
So, das war doch schon mal gut. Yay, wir haben noch einen Zug. Dann gleich auf den zweiten. Mega. Tschüss. Zwei auf einen Streich. Und ich glaube, ich... Oh, probieren wir das mal damit, was das bringt. Wir müssen die Monster-Fibel erstmal füllen. Ah, Mist. Ich habe einfach mit Karten abgeworfen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir müssen, glaube ich, gleich nochmal Pilze nehmen. Wobei, nee, es geht noch. Ich spring mal rüber, weil ich glaube, das ist so ein endloses Ding. Oh, hier ist ein Zug. Wozu die Eile, Leute? Nein. Geil. Spielzeug King. Mein Name ist Borstodis. Hier ist mein berühmter, berüchtigter Turm voller Spaß, Spiel und Vergnügen. Normalerweise spielen ich und meine Sniffster ja persönlich mit meinen Besuchern. Doch, wie der Zufall es will, fiel kürzlich ein schönes Mädchen vom Himmel geradewegs in meinen Schoß, übertragen gesprochen. Den Satz mussten sie einbauen. Safe, den mussten sie einbauen, damit nichts ganz Ekliges hier gedacht wird. Aber dessen Schoß will es aber auch nicht reinfallen, oder? So, Entschuldigung, der sagt, ich spiele gerne, komm her zum Spielen. Da schüttelt es mich aber gleich. Und seitdem hat uns als natürlich alle Hände voll damit zu tun, sie zu unterhalten und vergnügt zu stimmen. So ist es mit uns Frauen. Wir wollen entertained werden. Daher kein Spielen mit mir. Bedauere, vergnügt euch auf eigene Faust, ja, und auf eigene Gefahr. Ist der cool. Aber können wir ihm folgen? Oh, ich habe eine Blumenkapsel gefunden, Freunde. Wo ist er denn jetzt verschwunden? Hä? Er ist weg? Gäste werden ersucht, Borstos Moose nicht zu stören. Ein einzelner Sniffer. War es jetzt dein Problem? Okay, offensichtlich ein sehr großes Problem. Ich hau dir aufs Maul. Hilft allen nichts. Nein! Matsch mich doch nicht ein! Mist! Aber vermöbeln kann ich dich noch. Es bringt zwar überhaupt nichts. Mist. Mario müsste jetzt einmal raufspringen, ne? Pass auf, dann gibt's jetzt den Gino-Strahl. Das ist ein so dämlicher Sniffer, weißt du? Und alles leidet hier drumherum. Nichtsdestotrotz brauchen wir Pilze. Gino braucht definitiv. Aber kann ich jetzt da rein? Nee, immer noch nicht. Warum nicht? Wow. Aber dann muss es doch mit dem hier unten zusammenhängen. Aber wie kriege ich die? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wo müssen wir denn hin? Ist doch da weiter nach oben. Pass auf, weißt du, was wir machen? Das ist gerade ein guter Punkt. Wir füllen einfach alles, was wir haben, nochmal auf. Müssen wir da jetzt den ganzen Pass nochmal runter? Ja, ne? Nein, siehst du. Das ist nämlich perfekt. Das ist perfekt geeignet. Achso, warte mal. Wobei, wir können mal in Mauldorf gucken, was die anzubieten haben. Die haben ja auch einen Shop mit besseren Sachen. Und wir können vielleicht mal eine Runde schlafen gehen. Warte, wir gehen mal erst... Oh, jetzt hänge ich an diesen hässlichen Artischocken fest. Gehen wir erst pennen eine Runde. 10 Münzen. Warum ist das... Nee, warum ist das bei dir teurer? Dann gehe ich natürlich da an, wo es günstiger ist. Entschuldigung. Ich gebe doch nicht so viel Geld aus. Bin ich verrückt? Weißt du, 10 oder 3... Da kann ich bei dem anderen dreimal von schlafen. Dann gehe ich doch lieber dreimal von schlafen. Dann reise ich lieber ein bisschen. Günstiger.
Ist zwar ein bisschen hin und her laufen, aber ist auch ein bisschen ans Geld denken. So viel haben wir jetzt ja auch nicht. Haben wir nichts zu verschenken. Ja, 3 Münzen. Und heißt jetzt auch nicht, dass man hier schlechter schläft. Wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Perfekt. So, das ist schon mal zauberhaft. Jetzt ist halt die Frage, kaufen wir hier jetzt Sachen ein oder kaufen wir Sachen aus Mauldorf? Ich bin dann dafür, dass wir mal nach Mauldorf gehen, weil ich glaube, es ist jetzt langsam an der Zeit, dass wir ein paar bessere Sachen kaufen können. Wobei, wir können noch mal gucken in Quappenquell. Ich glaube, hier oben war das bei euch. Genau, an der Schenke. Die Lurchlimo haben wir nämlich zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert. 80 KP der Gruppe. Ich werde mal eine kaufen. Und Quaponade sind nämlich 30 für alle. Das lohnt sich ja fast noch ein bisschen mehr. Okay, pass auf. Dann haben wir das schon mal. Weil ich finde es immer gut, wenn man aber tatsächlich schafft, die Sachen immer wieder aufzufüllen. Klamotten? Gab es eigentlich irgendwo nochmal Klamotten zum Aufbessern? Boah, ich weiß gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Boah, ich darf nicht immer so gucken. Ne, hier war Schlafen, ne? Schlafen wollten wir ja nicht. Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Ah, stimmt, die hatten doch so ein teures... Ja, ja, ich brauchte doch irgendwie 500 Öcken, glaube ich, für die eine Quest, ne? Also, Gesprächsthema Nummer 1. Ich? Was? Hier, der Mediumpilz. 80 KP und Ahornsirup ist das, was wir brauchen. Ahornsirup ist das, was wir brauchen. Ich gehe mal auf 8. Das sollte passen. Und bei den Pilzen... Die brauchen wir noch nicht. Die Pilze noch nicht, aber das mit den Blumenpunkten brauchen wir. Und jetzt gehe ich mal hier eine Runde speichern. Nicht schlafen, sondern speichern. Hallo? Perfekt. Schon wieder in Mauldorf gestrandet. Wir hängen immer hier in Mauldorf fest, ne? Nein, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt nochmal in den Turm. Und gucken mal, wie wir nach oben kommen. Ist ja verrückt. Natürlich in der oberen Ebene jetzt gucken. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt alle wieder respawned sind. Nein. Ah, warte mal. Borsto der Erste. Borsto der Zweite. Borsto der Dritte. Borsto der Vierte. Borsto der Fünfte. Und Borsto der Sechste. Meinst du, er ist jetzt Borsto der Sechste? Ja, das mit der Bombe, ne? Das ist mir noch ein Rätsel. Da war was. Ha, da waren Froschgroschen. Das heißt, hier können wir noch nicht rein. Ah, warte mal, da kann ich doch lang. Haha, hier war jetzt noch ein Weg. Ach, nö. Ah, also Bomboms. Ich gehe mal als erstes auf die Bob-Oms. Ich nehme mal den jetzt hier. 1. Okay, das ist für Mario überhaupt nichts. Ah, gut. Also für Bowser was. Nein! Nein! Aber abgewehrt. Von Puppe zu Puppe. Die connecten doch, oder? Wollte ich gerade sagen. Dürfte uns ja eigentlich nicht angreifen, ne? Okay, Bowser ist der Nächste, der aufsteigt. 18 Punkte noch. Müssen wir auch echt gucken, ne? Boah, Leute. Das ist ja jetzt ein Weg nach oben. Nee, pass auf. Ich gehe mal hier jetzt auf Abwehr. Ich springe niemals auf Bomben rauf. Aber manchmal scheint es doch auch effektiv zu sein. Eine Münze. Hätte ja auch spendabler sein können. Mann, ich bin kein Stück vom Fleck gekommen. Nee, pass auf. Ich gehe hier wirklich auf Abwehr.
Mario geht auf Sprung. Eins. Noch nicht mal abgewehrt. Mann. Dreckige Bomben. Alter, gibt's ja nicht, ne? Aber gut, Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt nach oben. Was sind das für lustige Vorhänge? Aha, da war er doch. Er war hinterm Vorhang. Er war hinterm Vorhang. Soll ich rauftreten? Du hörst lauten Lärm von draußen. In Borstos Bergpass ist irgendetwas passiert. Der Weg hat sich bestimmt verändert. Das ist safe ein einziges Spiel. Nein. Hä? Aber, warte. Was war denn das? War das irgendein Easter Egg? Okay, das war ja lustig. Keine Ahnung, was passiert ist. Das ist die Frage. Oh, nicht schon wieder so ein Kugellorden. Ich gehe mal auf Abwehr. Wir gehen auf Abwehr, weil ich will auf Bowser hinaus. Bowser macht den Furchteinflößer. Das war ja tatsächlich vorhin sehr effektiv. Perfekt. Nicht abwehrbar. Och, nö. Vernichten. Eindeutig vernichten. Vernichten. Verniften. Ja, richtig. Sniffs oder Sniffits oder wie auch immer sie heißen, muss man... Ja, Sniffit. Muss man verniften. Das ist richtig. Ey. Ja, hier habe ich nur den Furchteinflößer. Pass auf, dann kann ich nur auf Abwehr gehen. Perfekt. Und weg damit. Und Honigsirup, das ist auch gut, das ist auch richtig gut. Jetzt springen wir da ins Verderben rein. Alter, das gibt's doch nicht. Ich probiere mal den Dino-Strahl auf das Teil. Auch gut. Ob Mello traurig ist, dass wir ihn jetzt gerade nicht einsetzen. Yay, Bowser steigt ein Level auf. Und wir haben Medium-Pilz bekommen. Oh, aber das sieht aus, als würde uns noch jemand begleiten. Meinst du, Princess Peach kommt dann vielleicht noch mit? Das wäre auch lustig. Aber was geben wir ihm? Angriff vielleicht? Ich gebe ihm mal Kraft als extra Bonus. Okay, hier oben haben wir noch richtig viel... Also Leute, wir werden jetzt erstmal hier hinten gucken, was sich da verändert hat. Ob man hier jetzt nochmal rein kann? Schade. Das war ja lustig. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Also irgendwas ist ja hier hinten passiert. Oh, die ganzen Bomben sind jetzt hier, ne? Alle einmal die Bombe vermöbeln. Perfekt. Ich probiere mal jetzt so schnell wie möglich drüber zu springen. Aber der Turm ist cool. Der Turm ist richtig cool. Der war gut. Der war gut. Dass sie so kleckerweise hier jetzt ankommen. Oh, vielleicht... Vielleicht ist ja unten was passiert. Oder ganz draußen. Ach, schwierig. Also, pass auf. Ich werde den Strahl... Der geht auf beide durch, ne? Nee, schade. Aber es hätte ja sein können, ne? Es hätte sein können. Ich werde den Sprung... Perfekt. Und er wird gleich vermöbelt, hoffe ich. Geil. Mega.
Die Gegner mag ich voll. Die Gegner finde ich richtig toll. Ah, Mist. Zu schnell losgelassen. Zu schnell losgelassen. Aber ist nicht schlimm. Wir gehen auf Sprung. Aber ist so lustig, dass hier so viel Spielzeug... Gruseliger Turm. Einfach gruseliger Turm. Geil, wie er die einfach vermöbelt. Siehst du, das war jetzt richtig besiegt. So, ich sorge mich etwas um Bowser von der Lebensanzeige. Ich gucke jetzt mal, ob unten irgendwas passiert ist. Hier. Nee, dann gucken wir mal draußen. Da was passiert ist. Nee, irgendwie nicht. Hä? Hä? Okay, jetzt weiß ich nicht, was der Knopf bewirkt hat. Pass auf, aber jetzt sind wir gerade draußen. Das heißt, wir müssten uns jetzt den ganzen Weg nach oben durchkämpfen. Ich glaube, dann werde ich jetzt erstmal eine Runde speichern gehen. Und unsere Folgenzeit ist schon wieder vorbei. Das heißt, wie das Ganze weitergeht, Ladies und Gentlemen, werden wir das nächste Mal rausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr auch wissen wollt, was uns am Ende des Turms vielleicht erwartet. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.